Hallo Leute, heute habe ich mal wieder einen Haul für euch und zwar ist das weder ein klassischer Beauty noch ein klassischer Fashion Haul. Deswegen lasst euch einfach mal überraschen und viele Produkte habe ich auch schon ein bisschen ausprobiert, deswegen kann ich euch auch schon was dazu sagen. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir hier unten in die Kommentare mal schreibt, welche Produkte ich mal für euch austesten soll. Egal wie skurril, also egal was es für Produkte sind, schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Und vielleicht teste ich dann das Produkt, das du mir im Kommentar genannt hast. Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Zuallererst habe ich natürlich jetzt doch wieder ein Beauty-Produkt. Und zwar ist es von Sleek die Highlighter-Palette. Und die ist so, so, so schön. Also hier ist so ein Spiegel drin und da war auch eigentlich noch ein Pinsel drin, aber den benutze ich dafür nicht. Und dann gibt es hier einmal eines mit Cremetextur und die anderen sind Puder-Highlighter und ich finde, die sind so gut pigmentiert und ich benutze die total gerne. Besonders diesen roséfarbenen und diesen gelbstichigen, die benutze ich eigentlich ständig. Also die kann ich wirklich sehr empfehlen. Dann habe ich mir als nächstes noch zwei Sachen bei Zara gekauft. Und zwar ist das einmal eine rote Lederjacke und die hat mir einfach so gut gefallen. Ich bin dafür extra ein zweites Mal nochmal in den Zara gelaufen, weil die mir einfach nicht aus dem Kopf gegangen ist. Und dann dachte ich mir, hopp Lena, jetzt probierst du sie mal an. Und dann hat die mir natürlich auch auf Anhieb gefallen und dann musste die einfach mit. Und zwar ist die so ein bisschen im Biker-Stil gehalten, auch hier unten mit so einer Schnalle. Hinten eigentlich, ja, nicht so viel. Und die hat mir einfach voll gut gefallen und deswegen habe ich die einfach gekauft. So. Und ich habe ja gesagt, ich habe noch was bei Zara gekauft und zwar eine Jeans, weil irgendwie habe ich nicht mehr so viele Jeans. Entweder die sind nicht in Karlsruhe, sondern in Landau oder in Mannheim oder die passen mir nicht mehr. Ich bin wenigstens ehrlich mit euch, also egal. So, auf jeden Fall ist es so eine ganz normale Blue Jeans, hat eine leichte Waschung vorne, geht auch bis ganz runter, nicht nur bis zum Knöchel. Und hat richtig schön viel Stretch, damit sie sich so an alles anpasst und deswegen sitzt sie auch sehr bequem. Und ja, die musste dann natürlich auch mit. Ich schreibe euch übrigens alle Sachen, die ich gekauft habe, nochmal hier unten in die Infobox. Also ich gucke, dass ich vielleicht Internetlinks finde und dann könnt ihr auf jeden Fall auf alle Sachen, die ich im Internet finde, nochmal in der Infobox zugreifen. Und da schreibe ich euch auch die Preise rein, weil die weiß ich jetzt nicht alle auswendig. Dann habe ich noch ein Peeling und zwar ist das von Hello Body und das nennt sich Coco Clam. Und Leute, es ist pink. Come on, das musste einfach sein. Das war schon so ein kleines Kriterium, warum ich das unbedingt haben wollte. Ich muss dazu aber auch noch sagen, es ist Kokosöl drin. Das ist super für meine trockene Haut. Gerade im Winter sind meine Beine zum Beispiel voll trocken und dann mache ich halt gerne so ein Peeling unter der Dusche. Und dann kriegen die schon mal so ein bisschen Feuchtigkeit vom Kokosöl. Und es riecht auch sehr angenehm. Weil, also ich weiß nicht, bei mir ist es halt so, ich bin eigentlich, so Kokos mag ich, aber es gibt guten Kokosgeruch und es gibt ganz schlimmen Kokosgeruch, wenn es so richtig chemisch riecht. Und das finde ich riecht ganz angenehm, deswegen bin ich damit sehr zufrieden. Und für dieses Produkt, beziehungsweise für Hello Body, habe ich auch noch einen Rabattcode für euch. Den setze ich euch natürlich auch nochmal hier unten in die Infobox. Dann war ich auch noch bei Primark und zwar habe ich mir da dieses coole Teil gekauft und zwar ist es so ein Kleiderbügel quasi. Allerdings nicht für Klamotten, sondern ich möchte da meine Schals reinhängen und dann kann man die einfach so durchhängen, dann hat man einen schönen Überblick und dann hänge ich mir das, also ich mache mir so einen Haken an die Tür und dann hänge ich mir das so an die Tür und dann habe ich immer einen Überblick, welchen Schal ich jetzt zum Outfit kombinieren könnte und deswegen fand ich das ganz praktisch. Und ich habe mir auch noch solche Heftchen gekauft. Das fand ich voll schön, weil die so goldene Details haben. Da war, also es war ein Dreierpack, das war jetzt nicht nur das Motiv, sondern da war auch noch so ein gestreiftes und so und noch ein gepunktetes, aber das gefällt mir eigentlich am besten. Und da mache ich jetzt meine YouTube-Notizen immer rein, also meine Videoideen und sowas und was ich noch drehen möchte und was ich am nächsten Sonntag hochladen möchte und sowas. Das steht alles in diesem Büchlein drin und es ist liniert, ja, sieht so aus von innen. Wie gesagt, Dreierpack und die haben mir ganz gut gefallen und jetzt habe ich noch was, das ist jetzt nichts Skurriles oder so, aber es ist schon ungewöhnlich, dass man das in YouTube in einem Haul zeigt. Aber ich dachte mir, ich muss es euch zeigen. Ich sage euch auch gleich, warum. Vorerst nochmal kurz, muss ich euch kurz einleiten nochmal. Und zwar habe ich ja ein bisschen Probleme mit den Augen. Und ich habe da ja auch ein Video drüber gedreht, das verlinke ich euch hier unten. Ich hatte ja einen Unfall mit meinem einen Auge.
Und dann habe ich mir in meinem Ich zieh um Video, in meinem letzten, das verlinke ich euch auch hier unten, habe ich euch ja mein Zimmer gezeigt. Und da hatte ich mir auch eine Schreibtischlampe geholt. So. Die sah auch cool aus und alles, aber ich habe natürlich nicht bedacht, dass die auch ein gutes Licht für mich haben muss, weil ich ja nur mit einem Auge lesen kann. Und das dementsprechend, gerade wenn ich Uni habe, extrem anstrengend wird und ich total schön müde werde, weil einfach meine Augen überlastet sind. Und dann habe ich mich ein bisschen umgetan und habe eine Lampe gefunden, die speziell gut für Augen sein soll. Da dachte ich, die nehme ich jetzt. Die ist cool, die probiere ich aus. Auf jeden Fall sieht die so aus. Die kann man, wie gesagt, eben so ausklappen, wie ich das gerade gemacht habe. Und dann macht man die hier an. So. Erstmal so. Aber dann habe ich gesehen, man kann die auch noch in unterschiedliche Stufen heller machen. Und dann kommt jetzt das Allercoolste, denn ich mache jetzt mal so ein bisschen auf mich, dann seht ihr das vielleicht ein bisschen besser. Man kann hier unten auch einstellen, ob man jetzt warmes Licht haben will, ganz warmes Licht, eher kühles Licht, ganz kühles Licht. Und ich sag euch, das Licht, was ich jetzt gerade eingestellt habe, es gibt glaube ich 4 oder 5 unterschiedliche Lichtsorten, das ist einfach das beste Selfie-Licht überhaupt. Also, ich meine jetzt gut, eine Tageslichtlampe ist natürlich nochmal was anderes, was ich jetzt, das ist so eine Softbox, wie ich jetzt hier hinter der Kamera habe. Aber für so Selfies ist das mega gut. Und das ist auch der Grund, warum ich euch das jetzt zeige. Eigentlich ist sie speziell für die Augen gemacht, aber es ist auch ein mega geiles Selfie-Licht. Und schon das allein war ein Grund, euch das zu zeigen. Hier hinten kann man auch noch sein Handy laden, aber das ist mir persönlich jetzt nicht so arg wichtig. Aber auf jeden Fall fand ich das so cool. Und es ist auch nicht so ein flackerndes Licht. Meine alte Lampe hat immer so geflackert und es hat mich übelst genervt. Und mit der komme ich echt gut klar. Und je nachdem, in welcher Laune ich gerade bin, stelle ich das Licht ein. Und das ist einfach super praktisch. Und zu allerletzt wollte ich euch noch was zeigen, denn ich habe längere Nägel. Und wie viele sich bestimmt denken können, sind das nicht meine echten Nägel. Nein, ich habe mir aber auch keine Gelnägel machen lassen, sondern die sind aufgeklebt. Weil meine normalen Nägel sind total rissig und brüchig. Und das nervt mich einfach, dass sie nie schön aussehen. Und ich mache Nagellack drauf und der ist wieder weg. Und dann muss ich die wieder neu lackieren und das ist mir einfach zu blöd. Und dann habe ich mir solche Nägel bestellt auf Amazon. Da sind irgendwie 500 Nägel drin, die haben unter 10 Euro gekostet. Und habe mir dann noch diesen Nagelkleber von Fingers gekauft. Der kostet auch irgendwie unter 3 Euro. Und bin damit mega zufrieden. Und die halten echt gut. Also mit dem Kleber zusammen, das hält echt mega gut. Also ich hatte, das sind jetzt die zweiten, die ich drauf habe. Und die vorher, die waren 2 Wochen drauf. Und dann habe ich sie abgemacht. Weil die halt schon ein bisschen rausgewachsen sind. Aber die haben immer noch bombenfest gehalten. Deswegen musste ich mir extra einen Entferner, so ein Lösungsmittel dafür kaufen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Also wenn ihr mal sehen wollt, wie ich mir die drauf mache, dann kann ich das natürlich euch auch gerne mal zeigen. Ich wollte es euch jetzt nur zeigen, weil ich es halt auch neu habe. Und ja, ich glaube, das war's aber jetzt. Das war's mit meinem Video. Vergesst nicht, mir in die Kommentare zu schreiben, welche Produkte ich austesten soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video am nächsten Sonntag. Tschüss!